Hallo zurück. Wo sind wir? Ach ja, wir haben gerade Jonah wiedergefunden. Und was soll ich tun? Kuvak Yaku finden. Alles klar. Nichts leichter als das. Sag ich jetzt mal so. Hallo. Ja, bitte. Was guckt er denn da hin? Schön hier. Wie kommen wir durch? Hilfst du mir mal? Ach, das ist ja toll. So ein Paar-Ding. Cool. Ja, cool. Finde ich gut. Ich mag ja Jonah. Siehst du das? Das muss Kuvak Yaku sein. Wir müssen da runter. Okay, ich gehe vor. La 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 la. Der Weg wird immer enger. Ist das hier wirklich ein Weg? Na los, bleib nah bei mir. Das ist definitiv kein Weg. Naja, und er ist auch ein bisschen größer und schwerer als wir, wa? Na toll. Ich geh mal vor. Oh. Oh. Ja. Oh Gott. Fast geschafft. Fast geschafft. Das sagst du ständig. Armer Jonah. Oh, hab dich. Alles okay? Ich bin okay. Nur noch ein paar Schritte. Okay. Okay. Tschüss, Jonah. Bist du okay? Ich bin okay, bin okay. Er geht einfach ohne mich. Was soll das denn? Warte mal. Wer hat das wohl alles gebaut? Möglicherweise die Inka. Sie wussten viel über Hydraulik. Alter Knopf. Die Brücke ist unten. Können wir sie mit dem Gegengewicht anheben? Vielleicht. Ich kann jetzt nicht, ich muss gucken. Guck. Ich hoffe, diese Konstruktion ist hier, weil wir auf dem Weg in das Dorf sind. Ich auch. Es gibt so viel zu sehen. Hetz mich nicht. Ich verstehe es nicht. Es ist fast wie kreolisch. Zinnober wurde im Altertum zur Herstellung hellorange Farbtöne für Keramiken, Wandbilder, Tätowierungen oder religiöse Zeremonien genutzt. Cool. Zinnoberrot. Hab ich auch schon mal gehört. Ich kann jetzt mittlere. Was stand da? Cashewkern-Monolithen? Oh, guck mal, da ist ein Schlangenring. Ich stehe in einem Schlangenring. Das ist ja hübsch. Also, ich kann jetzt mittlere Cashewkern-Monolithen entziffern. Dieses Wasser ist bestimmt trinkbar. Willst du es probieren? Nee. Ich bleib bei den Flaschen, die wir in den Kisten beim Flugzeug gefunden haben. Ja. Ich kann da noch nicht hoch, ich muss mich noch umgucken. Hätte ich gewusst, wie viel Zeit ich in der Wildnis verbringe, hätte ich in dem Jahr bei den Pfadfindern besser aufgepasst. Hat's dir nicht gefallen? Naja, wir haben solche Sachen wegen deiner Familiensituation eher selten gemacht. Ich war auch nie bei den Pfadfindern, Joshua. Trotzdem schlage ich mich ganz gut. Hab ich ja schon mal erzählt, ne? Ich mache so Wildnisreisen. Und du? Warst du als Kind bei den Pfadfindern oder im Sommerlager? Erzähl ich gerade. Zählt Internat auf? Keine Ahnung. Zählt es? Wahrscheinlich nicht. Aber Roth hat mir einiges gezeigt.
Mir waren Erwachsene schon immer lieber. Ja, ich vermisse ihn. Ich auch. Quechua. Verstehe. Nicht Cashewkern. Kommt aber vielleicht daher. Ohne Eli wird dein Arm schnell verheilen. Ja, es geht mir auch schon viel besser. Eli, der Wurm. Was ist das? Oh, wie cool das aussieht. Guck doch. Ah, Essen. Aber auf. Hey, das hat was bewirkt. Ich glaube, das Wasser betreibt die Brücke. Okay, aber, okay, dann müssen wir jetzt das da irgendwie... Autsch. Es ist zu schwer. Hilf mir mal. Schieben wir oder drücken wir? Wir drücken. Das Wasser füllt den Eimer. Gut, mal sehen, was die Gegengewichte machen. Das ist ja geil. Immer leckt. Komm zurück, wir versuchen es nochmal. Okay, ich muss es noch irgendwo festbinden. Da unten oder was? Sterb ich? Was ist hier? Schnell! Ich kann es kaum noch halten! Nein! Zu langsam! Okay, aber ich raff's. Kann ich nicht auch irgendwie irgendwo anders runterspringen? Hier so? Nein, das ist alles uncool, ne? Wo bin ich denn eben hochgekommen? Ich bin doch so... eine Abkürzung geklettert. Na egal, ich werde es schon schaffen. So, Jonah, jetzt gib dir mal Mühe. Sorry, mir wird auch schon schlecht. So. Partei! Jonah ist ja schon drüben. Mann, ey, jetzt hetz mich doch nicht. Hier müssen wir wohl durch. Nach dir. Was ist das? Eine Art von Stele, oder... Kannst du mir mal helfen? Klar. Was ist das? Das ist ein Rezept. Eine Kräutermischung zur Konzentrationssteigerung. Das könnte helfen, wenn wir Jaguare treffen. Hoffentlich nicht. Hier drüben geht's raus. Mhm. Wartet mal, ich will noch gucken. Darf ich jetzt... Halten Sie L1, drücken Sie dann Dreieck, um Wahrnehmungspflanzen zu nutzen. Ah, das ist ja cool. L1 und dann Dreieck. Okay, ich mach das mal. L1. Dreieck, nichts passiert. Ist das L1? Ah, das ist L1. Was ist das? Guck mal, das dampft. Cool.
Ermöglicht es Lara Beutetieren und natürliche Ressourcen in der Umgebung. Das habe ich jetzt wieder so schnell nicht lesen können, aber auf jeden Fall hilft uns das. Okay, also L1 und Dreieck, hoffentlich kann ich mir das merken. Stoff. Ah, der dampft immer noch, der Busch. Wir nähern uns dem Dorf. Gut, ich will zurück in die Zivilisation. Springen? Was meint ihr? Klar. Diese Ruinen sind anders als die in Mexiko. Erwähnt er das in den Notizbüchern Peru? Nein. Es soll aber eine geheime Stadt aus Gold in Peru enden in Mexiko, als hätte er das Interesse verloren. Oder... keine Ahnung. Der nächste Band behandelt Syrien. Frosch. Fürsten des Todes. Vielversprechend. Was, wo bist du jetzt schon wieder? Gleich noch mal. Folge dem Herz der Schlange. Zum silbergekrönten Berg mit den Zwillingen. Wie weit wird es wohl nach Kuvakyaku sein? Falls wir auf dem richtigen Weg sind. Schwer zu sagen. Aber die Bewässerung ist ein gutes Zeichen. Okay. Lagerfeuer. Irgendwann gab's hier Menschen. Hoffentlich sind sie noch da. Oh Gott, es gibt so viele Dinge zu tun und zu erleben und zu entdecken. Stirb. Ich weiß gar nicht. Kumpel schon erledigt, dann kann ich ihn auch noch erledigen. Herausforderungsgrab, ich wusste es. Hier nämlich, als ich hier eben so lang sträuchte. Nee, da ist es wohl. Okay, aber ich habe doch hier auch noch irgendwie so einen Durchgang gesehen. Hier nämlich. Ich habe was gefunden, das könnte ein Zugang sein. Wenn es nicht die Zivilisation ist, warte ich hier am Feuer. Man keine Angst vor Kellerrasseln oder so haben, ne? Oder Spinnen. Also Spinnen mag ich wirklich nicht. So, wartet mal, wie war das L1 und Dreieck? Nö. Wieder so ein Muppet. Was ist jetzt passiert? Wieso war es wieder so hell? Okay. Lara sieht ein bisschen anders aus in dem hier, oder? Ist euch das auch aufgefallen? Oh. Och nee, ach, hör doch auf. Wieso muss ich denn schon wieder über so eine Schlucht? Ah, na gut. Adios. Hm.
ein Seil. Okay. Was ist hier? Nichts. Ah. Was ist das? Das ist ein Riesenkäfer. Das ist ja eklig. Kann ich den auch essen? Nein. Oh, ich habe ihn nur getötet, ohne ihn zu essen. Jetzt tut er mir leid. Karte aktualisiert. Ah, guck an. Ich muss klettern, um rüberzukommen. Das sieht so aus wie diese Blattpfeile. Die habe ich noch nicht, ne? Nee. Okay, dann gucke ich mal, ob ich da mich auch ranhacken kann. Das wäre ja schön. Ja, geht. Okay. Schwingen, schwingen. Wieso geht's nicht tiefer? Es geht nicht tiefer. Ist ja doof. Ich kann hier nicht viel machen. Ich kann nicht schwingen, ich kann mich nicht abseilen. Und interessanterweise... Ah, jetzt kann ich mich abseilen. Aha. Gar nicht so einfach. Wow. Das war ein bisschen knapp bemessen von mir. Okay. Über eine Leiche. Das ist alles aus dem frühen 20. Jahrhundert. Cool, so ein altes Lager zu finden. Hier ist ganz viel Zeug. Dieser Großkotz Fawcett bekommt zwar die gesamte Aufmerksamkeit, aber ich weiß, dass seine Zeit so gut wie vorbei ist. Die Welt wird sich an Timothy Walker als jenen Mann erinnern, der endlich die verlorene Stadt von El Dorado gefunden hat. Wir haben in einer Schlucht unser Lager aufgeschlagen. Es war eine mörderische Reise bis hierher. Wir werden hier einige Tage rasten und uns orientieren. Einige der Männer müssen versorgt werden. Und ich könnte auch eine Mütze Schlaf vertragen. Die Männer sagen, in der Nacht wäre etwas im Lager gewesen. Der Dschungel raubt ihnen langsam den Verstand. Ich sage ihnen immer wieder, dass wir fast am Ziel sind und uns zusammenreißen müssen. Einer der Späher hat irgendeinen Tempel entdeckt. Wir beginnen heute Morgen mit dem Bau von Brücken und Leitern und brechen am Nachmittag auf. Okay, was war denn im Lager? Hier bin ich gekommen.
einfach ich immer die Orientierung verliere. Das ist krass. Achso, das ist das Signal dafür, dass die Sicht aufgehört hat. Verstehe. Was geht ab? Wer war das? Was waren das für Geräusche? Wieso ist es so gruselig? Und wo soll ich jetzt hin? Es geht, okay. Das war gruselig. Lagerfeuer. Neues Lagerfeuer. Atlas, ja. Ach, die habe ich jetzt einfach bekommen. Ja, die habe ich einfach bekommen. Okay. Ja, cool. Voll gut. Was ist das? Erhöhte Effektivität von Wahrnehmung. Pflanzen ermöglicht das zusätzliche Aufspüren von Feinden. Ja, das will ich. Mist, das kann ich nicht. Ich habe gar keinen Fertigungspunkt. Ach, das war nur die Information, dass ich eine Fertigkeit habe. So. Mich schon gefreut. Na gut, quetsche ich mich da mal ein. Achso, nee. Ist da jemand? Ich wollte erst kurz. Wartet nochmal. Ich quetsche mich mal zurück. Lara, quetsch dich mal schneller. Danke. Lässt sich immer Zeit. Okay, aber das kann ich nicht runterschießen. Ich dachte, das wäre sowas zum Runterschießen. Okay, jetzt quetsche ich mich wieder dadurch. Quetsch. Feuer habe ich noch nicht. Ne? Doch! Ha! Guck an! Achso, vielleicht sollte ich, ich guck's mir erstmal an, bevor ich's abballer. Ich hoffe, ich bekomme wieder so Giftpfeile. Ich habe ja alles immer mit Gift gemacht. Igitt, habt ihr diese Spinne da gesehen? Ist der Boden hier eigentlich Lava, wenn ich da jetzt so drauf gehe? Nee, hält. Okay. Ich hab doch hier... Bin ich blöd? Ich hab doch hier... Hä? Witzig. Ich dachte, das wäre eine Flagge, die da hinten hängt. Dabei ist es Sonnenlicht.
Ich habe echt gedacht, das wäre irgendwie eine Flagge. Deswegen habe ich da mit Feuer drauf geschossen. Ich dachte, ich soll irgendwas abfackeln. Abgefahren. Mal in Angkor Wat in Kambodscha. Das sieht ähnlich aus. Da hat sich auch der Dschungel die ganzen Tempel zurückgeholt. Wahrscheinlich eine völlig andere Kultur, ich habe keine Ahnung, aber ähnlich. Beeindruckend vor allem. Ach komm, wir seilen jetzt ab. Hui. Golderz. Voll gut. Ich mag Gold. Tja, mache ich jetzt einfach mal. Geht doch. Die Kamera ist aber auch echt so ein bisschen sensibel. Und ich bin ja so ein Grobmotoriker. Diesen Ort, diesen gottverlassenen Dschungel. Er lockt dich mit einem Juwel und fegt dir die Beine weg, sobald du danach greifst. Wir haben diese bodenlose Grube bald hinter uns gelassen. Auf der anderen Seite steht irgendein Altar unter einem riesigen Steingesicht, das unsere Bemühungen zu belächeln scheint. Irgendetwas hat das Lager angegriffen. Einige der Männer behaupten, es wären Panther gewesen. Andere sprachen von etwas Unheilvollerem. Die Hälfte der Männer fordert, die Expedition abzubrechen. Ich musste mir einen der Männer zur Brust nehmen, ein Exempel an ihm statuieren. Alles, was ich brauche, ist ein weiterer Tag. Ein verfluchter Tag. Eine Forscherin. Okay. Ich finde es ganz gut, dass das Spiel immer total unterbrochen, weil man ungefragt einfach ganz viele Informationen an den Kopf geballert bekommen hat. Das finde ich jetzt besser. Wieso sind die alle tot? Begräbt die keiner. Einer muss doch der Letzte sein. Ich muss irgendwie über den Cenote. Eine Säge. Cool. Boah, dieses Gesicht. Das ist toll. So, ihr Lieben, ich muss leider jetzt los zur Arbeit. Ich muss irgendwie über den Cenote. Und Laura will über den Cenote. Was ist denn das? Ein Fluss oder was? Ich guck mal runter. Oder einfach nur ein bodenloser Abgrund. Okay, dieses Rätselchen muss ich nächstes Mal lösen. Das kann ich jetzt nicht mehr machen.
Schade, was ist das? Da kommt man nicht hin, okay. Alles klar, ihr Lieben. Unter diesem lächelnden Antlitz werde ich euch jetzt verlassen. Und dann sehen wir uns im nächsten Let's Play und gehen da irgendwie rüber. Ich freue mich auf euch. Bis dann.